Hallo und schön, dass du da bist. Ich will dir heute ganz kurz die Google Search Console vorstellen. Vielleicht setzt du die ohnehin schon ein. Ich will das Video einfach deswegen machen, weil diese Google Search Console ganz oft übersehen wird. Menschen suchen nach Tools für Suchmaschinenoptimierung und diese Tools sind dann auch schnell recht teuer. Also ein Tool, was ich gerne einsetze, ist Mangools und es kostet dann zum Beispiel 30 Euro im Monat und ist auch wunderbar, ist sein Geld absolut wert. Allerdings, wenn man ganz am Anfang steht und jetzt kein Budget hat, dann gibt es eben auch tolle, kostenfreie Tools, die man für SEO einsetzen kann. Und eins davon ist eben die Google Search Console. Wir schauen uns jetzt an einem konkreten Beispiel an, was dieses Tool kann. Hier seht ihr eine kleine Website von mir, stoischbleiben.de. Da geht es um die stoische Philosophie, mit der ich mich sehr viel beschäftige. Und da habe ich eben auch die Google Search Console verbunden. Das mache ich mit jeder Website, die ich habe. Und die Einrichtung, auf die gehe ich jetzt nicht ein. Aber wenn ihr da mal ein Video dazu wollt, dann schreibt mir es bitte in die Kommentare. Das ist ein Prozess, der dauert vielleicht 5 Minuten. Und dann habt ihr eure Website mit der Google Search Console verbunden. Und so sieht es dann aus, wenn wir uns einloggen. Dann sehen wir hier erstmal die Leistung, also dass ich jetzt in den letzten 3 Monaten hier 540 Klicks aus der Websuche habe. Und das ist auch der Bereich, der eigentlich jetzt für das Thema SEO relevant ist. Ansonsten gibt es auch noch andere Sachen, dass man zum Beispiel die Sitemap hinterlegt. Sitemap hinterlegen bedeutet, man gibt Google die Struktur seiner Website sozusagen vor und sagt, auf meiner Website gibt es die und die und die und die Seiten. Dann kann Google sozusagen regelmäßig vorbeikommen und muss nicht durch die ganze Website surfen, um zu wissen, was es alles für Seiten gibt, sondern sieht auf einen Schlag, okay, da gibt es meinetwegen einen Blog mit den und den Beiträgen, dann gibt es einzelne Seiten und so weiter und so fort. Sollte man auch auf jeden Fall machen und fast alle Tools, also WordPress zum Beispiel, bietet Plugins, wo man das ganz einfach mit einem Klick so eine Sitemap erstellen kann und dann hier reinladen kann. Das soll aber auch nicht das Thema sein. Ich will nur kurz zeigen, was es alles kann. Die Core Web Vitals habt ihr wahrscheinlich auch schon gehört, dass die immer wichtiger werden, dass eure Website schnell lädt. Und sicherheitstechnisch ist die Google Search Konsole auch sinnvoll, weil wenn man angenommen, man würde mal gehackt werden, dann erfährt man es über die Google Search Console. Also hat auch Sicherheitsaspekte. Aber wir wollen uns jetzt auf den Punkt Leistung konzentrieren. Also das heißt, wenn man in die Übersicht reingeht, dann sieht man hier die Leistung auf einen Blick und kann dann auf den vollständigen Bericht gehen. Und das finde ich einfach interessant. Also man hat hier einfach eine Ist-Analyse und kann einfach sehen, was passiert denn auf meiner Website beim Thema Google und also beim Thema Suchmaschinenoptimierung. Und ich sehe jetzt halt einfach, okay, ich habe jetzt die letzten 3 Monate hier aufgezeichnet. Ich habe 540 Klicks erzielt. Ich habe 71.000 Impressionen. Impressionen heißt einfach, ihr werdet angezeigt. Also zum Beispiel, wenn jetzt jemand Stoizismus, sagen wir mal, berühmte Stoiker eingibt in Google, dann werde ich jetzt hier angezeigt und das nennt man Impression. Dass ich angezeigt werde, ist eine Impression. Erst wenn ich dann draufklicke, dann ist es praktisch ein Klick, ne? Und deswegen, es kann natürlich sein, dass meine Website hier viel weiter unten angezeigt wird oder auf der zweiten und dritten Seite und eben zwar oder beziehungsweise jetzt eben weiter unten angezeigt wird, aber ich klicke nicht drauf, dann ist es halt einfach eine Impression. Deswegen sind die Impressionen halt viel höher als die Klicks. Und man kann hier eben noch sehen, die durchschnittliche Click-Through-Rate, CTR. Das bedeutet einfach, dass eben, wenn jetzt eben 100 Menschen mich potenziell klicken könnten, weil ich auf dieser Seite sozusagen sichtbar bin, dass dann einer von 100 auch auf meine Website hier draufklickt.
Und ich habe hier noch die durchschnittliche Position. Ich blende jetzt tatsächlich mal alles ein, weil es eben alles auch recht wertvoll ist. Mach da einen Haken rein, mach da einen Haken rein und sehe jetzt hier unten meine Suchanfragen. Dann bestimmte Seiten, aber da gehen wir jetzt der Reihe nach durch. Also ich sehe jetzt zum Beispiel hier berühmte Stoiker, Zenon von Kition, das ist der Begründer des Stoizismus, der wird also auch gefunden. Und ich sehe hier auch gleich, ja, an welcher Position befinde ich mich hier? Also jetzt zum Beispiel im Durchschnitt befinde ich mich bei dem Suchwort berühmte Stoiker auf Platz 2. Ich kann jetzt in den einzelnen Spalten auch filtern. Das heißt, ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, standardmäßig ist es jetzt hier geordnet nach den Klicks. Wer bekommt die meisten Klicks etc. Und jetzt könnte ich aber auch nach der Position filtern. Klick hier drauf. Und sehe hier halt einfach, okay, ich habe hier bestimmte Suchworte, da bin ich auf Platz 1, aber die bringen mir jetzt leider nicht so viel. Keine Klicks. Gehen wir mal weiter. Hier bringt es mir auch noch keine Klicks. Na sowas. Aber irgendwann komme ich eben mal in den Bereich rein, wo es eben ja mehr Impressionen gibt und dadurch auch mehr Klicks. Und ja, da wird es jetzt langsam interessant. Besonders interessant wird es auch an so bestimmten Stellen. Also wenn man zum Beispiel sagt, ich will jetzt mal schauen, wo bin ich knapp, wo habe ich die Top 10 knapp verpasst, dann kann ich zum Beispiel schauen hier. Aha, ich habe hier zum Beispiel hier stoischen, naja, das ist jetzt nicht so interessant, aber das ist jetzt Position leicht über Position 10 und hat immerhin 147 Impressionen. Das heißt, würde ich jetzt in die Top 10 reinkommen, dann würde ich bestimmt eben ein paar Klicks, dann würden die Impressionen hochgehen und ich würde dann auch ein paar Klicks generieren können. Aber vielleicht finde ich noch ein attraktiveres Beispiel. Jetzt bin ich auf Platz 11 hier. Bringt immer noch nicht viel. Ihr seht hier, das sind ganz viele so Nischenworte, die sozusagen, ja, die nicht wirklich interessant sind. Da werde ich zwar gefunden, aber von niemand geklickt sozusagen. Aber jetzt zum Beispiel finde ich, das finde ich jetzt zum Beispiel nett. Seneca Stoiker. Also Seneca war auch ein Stoiker. Und ich bin hier auf Platz, ich muss leider nochmal zurückgehen. Ich bin hier auf Platz 11,2 im Schnitt. Hab 95 Impressionen. Das heißt, die Leute befinden sich in der zweiten Seite der Suchergebnisse. Und da werde ich dann 95 mal angezeigt. Das heißt, würde ich hier auf die erste Seite kommen, wären es wesentlich mehr Impressionen und ich würde auch annehmen, dass ich dann Klicks bekomme. Jetzt kann ich einfach reingehen, da draufklicken auf Seneca Stoiker. Jetzt seht ihr, wird da oben Suchanfrage Seneca Stoiker angezeigt und jetzt kann ich auf den zweiten Reiter gehen und kann jetzt sagen, auf welchen Seiten wird dieses Suchwort sozusagen, also wo, auf welche Seite wird geklickt, wenn man über dieses Suchwort kommt. Dann sehe ich eben, welche Seiten das sind. Okay, das ist jetzt praktisch die Seite stoischbleiben.de, Stoiker Seneca. Das kann ich mir hier auch in einem neuen Tab öffnen und kann mir jetzt die Seite anschauen. So, und jetzt kann ich sagen, Mensch, was könnte ich denn noch machen, um jetzt von Position 11 in die Top 10 reinzukommen. Also da will ich jetzt auch nicht näher drauf eingehen, aber ich könnte zum Beispiel gucken, habe ich das Bild richtig benannt? Könnte ich da vielleicht noch einen anderen Alternativtext reinsetzen? Könnte ich hier vielleicht Unterüberschriften reinbringen, wo nochmal diese Worte Seneca und eben Seneca Stoiker drin vorkommen? Das ist ja alles nur beispielhaft.
Oder vielleicht könnte ich noch ein kleines Video integrieren von YouTube. Also einfach Sachen, die noch mir helfen, bei diesem Suchbegriff nach vorne zu kommen. Ja, und so kann ich praktisch eben ja, wirklich sinnvolle Dinge hier mit der Google Search Konsole machen. Wenn ich das nochmal wegklicke und nochmal auf die Maske gehe, voreingestellt sind eben die Suchanfragen, aber ich kann eben auch über die Seiten gehen und dann sehe ich halt einfach die erfolgreichsten Seiten. Also auch über diese Perspektive kann ich reingehen und kann also nicht nur nach den erfolgreichsten Suchanfragen gucken, sondern auch nach den erfolgreichsten Seiten. Und da wiederum kann es eben sein, ja, mich interessiert jetzt, aha, diese Seite hier, Zenon von Kition, die gucken wir uns auch kurz an. Diese Seite hier ist eben recht erfolgreich und hat hier 95 Klicks. Und jetzt interessiert mich einfach, aha, und über welche Suchbegriffe kommen denn die Leute auf diese Seite? Dann kann ich einfach hier draufklicken und sehe jetzt einfach ja, diese Seite erstmal. Also habe jetzt hier gefiltert nach dieser Unterseite und kann jetzt hier auf die Suchanfragen gehen und sehe dann, über welche Suchanfragen kommen Leute auf genau diese Unterseite. Und okay, Zenon von Kition, 43 Klicks, wunderbar. Aber eben, es gibt auch noch ein paar andere, die jetzt noch nicht ja, so viele Klicks erzielen, aber eben vielleicht auch interessant sein könnten. Genau, das soll es auch bei dem Video schon gesehen sein. Ich wollte euch einfach zeigen, ihr könnt hier wirklich die Ist-Situation auf eurer Website, welche Seiten ranken in Google, über welche Suchanfragen kommen Besucher auf diese Seiten. Ihr habt hier einfach Auswertmöglichkeiten und könnt dann anhand dessen, was auf eurer Website passiert, bestimmte Inhalte stärken, Inhalte für bestimmte Suchanfragen stärken. Und das ist auf jeden Fall eine sehr wertvolle Sache und vor allem eben komplett kostenfrei. Deswegen empfehle ich euch, nutzt unbedingt diese Google Search Console und wenn ihr noch Fragen dazu habt, schreibt es mir in die Kommentare rein. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut!